Hallo Pilzefreunde, willkommen zu einem neuen Pilze-Film, also Video, besser gesagt. Ja, sorry, ein bisschen mehr wackelt, ja, ich bin jetzt filme jetzt mit dem Handy, mit dem Selfie-Stick, aber hoffentlich wird das nicht stören, aber wir sagen, genießt diesen Pilz-Video und nach zwei, drei Klicks könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, würde mich sehr freuen, oder ein Like oder ein Kommentar, schon egal. Aber ja, so, wir haben jetzt den 13. Oktober, also schon Mitte Oktober, Pilz für heute gesehen. Ja, wie immer, ihr kennt den, ist der Orkotäubling. Schau mal echt nochmal in die Kommentare, ob die den Pilz massig findet. Also ich finde den massig. Ja, ich nehme ihn nicht gern mit. Ist nicht so meins. So. Schnell am Boden schauen. Es ist schon deutlich kälter. Also schon jetzt 11 Grad, oder ich bin jetzt nicht sicher, aber so ein bisschen über 10 Grad. Am Samstag war es noch deutlich wärmer, das war 16, 17 Grad, aber egal. Ich habe schon vorgestern die ersten Nachfrösten gehabt, aber Karlingen, was sehr erstaunt, aber es ist der Color Campling. Ja, man sieht diese, so ein bisschen filzig. Und wenn man es umdreht, solche gräulich-beigen Farben. Ja, das ist giftig, der, na, wenn man den isst, kann sogar ein paar Jahre dauern, bis man die Gifterscheinungssymptome hat. Schon krass ist, aber ja, der bleibt stehen. Das ist ein Giftpilz. Das sind Trichterlinge. Jeder kennt, also viele kennen, kommt nicht oder schon, haben wir gesehen. Da ist der fuchsiger oder orangefuchsiger Trichterling. Also hier wächst er. Wächst gerne in Hexenringen und Gruppen. So, wenn man weiß, so creme, weiße Lamellen. Ja. Ist jetzt ein schöner Fund. Es gab essbar, aber jetzt nicht so. Nicht. Na, schauen wir jetzt mal ein bisschen irgendwo. Drei Tage können sehr viel passieren. Aber ich gehe jede Woche hin. Was haben wir hier? Also den Pilz, wir können ja nicht vorstellen. Das ist der blaue Saftpauling. Ja, schön sehr filzig und schon ein bisschen bläulich. Aber der steht schon ein bisschen länger. Also noch recht relativ jung. Aber der bleibt stehen, ist schön anzusehen, aber schön fürs Auge. Also jeder kennt den Verwechslungspartner, das ist der Kartoffelbovis, ist sehr klein zwischen meinen Händen, schon relativ weich, also wenn wir jetzt ihn ausschneiden würden, wäre schon schwarz drin, aber wenn er jung ist, die ist innen dran schon so weißlich-gelblich so, aber im Alter gibt die Sporenreife und dann wird die Schweiz. Und der ist giftig. Den Pilz mal zeigen. Und zwar ist es nicht mehr so frisch, aber das ist ein Feuchtigkeitsanzeiger. Wer den oft findet, ich stelle mal schnell den Selfie-Stick ab, dass er nicht so bewegt. Der klebrige Hörn ist aber schon vertrocknet. Aber der Feuchtigkeitsindikator, wenn es nach den Regen kommt, er gerne schon in größere Mengen vor. Ist ungenießbar, ist extrem zäh, darum bleibt er auch stehen. Oh mein Gott, die Mücken. Die sind nicht so gut. Pilzart zu zeigen, ist auch ein Bovist oder
Stäubling. Das ist der Flaschenstäubling, nicht Flasch, das ist der Birnenstäubling. Er sieht auf der Kamera ein bisschen weniger braun aus, aber beim echten auch ist schon deutlich bräuner, schon recht alt und gummiartig und ja, ausspurbereit. Der ist nicht essbar, also ungenießbar oder mäßigen Speise. Darum bleibt er auch stehen. Wie jeder, wo wisst, muss er innen drin rein weiß sein. Kann man ihn als Speisezwecke sammeln. Mit den Röhrlingen? Ja, Ockertäubling, kommen wieder Nachschübe. Ich nenne den Ockertäubling auch dort den Oetker-Täubling. Keine Ahnung warum, aber Ocker, Dr. Oetker hat so ein bisschen Ähnlichkeit, aber ich nehme den Dr. Oetker-Täubling. Ja. Nur als kleiner Joke, aber er kommt immer in Massen vor. In Massen. Warum ist der Ockertäubling nicht von der Menge genau gleiche wie der Maronensäugling oder von Steinpilzen? Wäre ja genial. Mich hat's überall, wo man hinschaut, und liegt hier eine Schere? Okay. Die war... Oh, Leute. Ich denke, mein Auge hat es gefunden. So ein Maronenröhrling. Endlich! Gar nicht gerechnet. Überhaupt noch einen finde. Sieht ein bisschen angeschlagen aus, aber es ist extrem fest. Sprichwort immer bei Pilzen, wo einer ist, sind mehrere. Da haben wir noch den anschauen. Und ja, stimmt schon, aber von der anderen Pilzart. Hier haben wir Hexeneier von der Schinkmorchel. Aber ja, sind zwei neben. Bild von ich habe wieder das gefunden, und zwar wieder mal. Oh, das sind nicht einen, das sind sogar vier. Hier haben wir wieder eine Stinkmorchel-Hexenei. Hier ist noch eins. Wenn ich hier nochmal sehe, sind hier nochmal zwei. So drei nebeneinander. Ja, kann möglich sein. Nächste Woche sind es sicher. Gute Stinker. Wenn ich jetzt gerade nochmal vorbeischaue, sind jetzt hier ja violette Pilze. Ich will sagen, es jetzt können Rettichhämlinge sein. Die Mücken haben mich gerne, weil ich, ja, keine Ahnung. Violett. Meine Geruchstest. Ja, deutlich nach Rettich. Also ist ein violetter Rettichhelmling, geht auch in eine rosa Form. Und der ist giftig. Ich wollte jetzt gerade los sagen, aber hier noch ein Color Cramp legen. Und wenn man jetzt hier drüber schwenkt, sind schon ausgewachsene Exemplare. Ja. Und wie jedes Jahr an der gleichen Stelle. Also ja, sie können nicht auf die gleiche, ja, ich check. Aber hier ist immer wieder ein Gemisch mit, Ockertäublingen. Ja, also ich muss extrem den Blick noch haben für Pilze unter diesen Ästen und Gestrüppdingsbums, ja. Zu Freunde, ich kann es wieder ein CPS zeigen. Mal ein Pauling. Und zwar der Gehorn Braun Pauling. Ja, wenn er alt wird, sieht er dann so aus. Also nicht mehr so Pauling, aber
ist nur bei Kiefern gebunden. Und der Name auch Kiefernbraunpolling. Pilzfreunde, nach langer Suche wieder mal ein Speisepilz gefunden. Der ist unter Kiefern, Fichten. Wir haben jetzt hier den Pilz gefunden, und zwar ein Lornachlis. Aber er ist komplett vermartet. Ja, Mann. Cool. Mann, hab ich schon gefreut auf Reizker. Könnte ein Hallimasch oder so sein? Schau mal in die Kommentare. Das ist immer scharf. Ja, so. Mein Gott. Ja, jetzt sind es scharf. Kann es nicht bestimmen, aber ja. Noch ein paar Mal gesehen, aber ja. Schon Hallimaschart oder so. Aber Pilze, die man nicht kennt, sammelt man. Aber sieht auf jeden Fall nicht essbar aus. Also, irgendwie. Okay, es könnte echt ein Hallimasch sein, weil hier noch Hallimasch wachsen. Und es ist wieder von Traktorengeräusch. Ich finde mir Parasol, wer weiß. Aber ja, hat sich gar nicht gewundert, aber ist auch klar gewesen. Aber nicht viel geht, aber. Er hat seine Stellen und ich habe meine Stellen. Das ist halt so. Mal hier. Ah. So, hier. Den Pilz konnte ich auch noch in der Größe noch nicht vorstellen. Hätte ich schärfe echt. Das ist der schwarze blauende Röhrling. Ja, er ist extrem blau. Wenn man hier drückt, bläut er extrem stark. Der Pilz ist nicht mehr essbar, weil er hohe Schadstoffbelastung hat. Also Arsen. Seitdem. Also der Pilz ist nicht giftig, aber so genießbar, wenn er ja Arsen. Ist krebserregend, aber darum ist auch nicht gesagt. Aber die haben irgendwie gedacht, das kann kein Ockertobling sein. Ja, aber ist ein endlich mal ein Pilz, den ich mal vorstellen kann. Weil eigentlich also so ein groß habe ich jetzt noch nie gesehen, also kräftig. Er geht schon deutlich den Hang runter, aber. Wie ein Pilz. Das ist ein junger Saffronschirm, weil hier jetzt noch mehr. Und hier unten hat es noch violette Rötelritterlinie. Das habe ich glaube gesehen, ja.
Ja, es sind schon große, eine Gruppe. So müssen die ja da sein. Wir haben noch ein paar Reis, genau, wir machen so eine Reizker mit Drittelritterling gemischt. Ja. Angebaut, aber wir pflücken mal ein paar Drittelritterling. Ich habe ein Taschenmesser. Ein Schweizer Taschenmesser. Messer. So. Mal schauen, ob man den, dass der gut ist. Mattenfrei. Der kann mit. So, Köpfchen. Kann hier einfach aussuchen, wie im Supermarkt. Nimm mal einen kleineren Pilz. So, einwandfrei. Okay, ein bisschen Maden hat er schon, aber. Oh, nehmt mal so einen großen. Ah, wie im Bilderbuch. Okay, so schön wie im Bilderbuch jetzt nicht, aber immerhin. Den Selfie-Stick vom iPhone auf die Seite legen, weil ja. Dann habe ich schon ein bisschen zu wenig Platz im Korb. Mal weiter aussuchen. Einmal. Okay. Martin hat sie. Ah, komplett vermadet leider. Und die. Ah nein. Jetzt kein Maden, aber der Rest bleibt mal stehen. Vielleicht noch frischere, die noch keine Maden haben. Guck mal, auch dieses letzte Exemplar. Oh, einwandfrei. Ja, Pilzefreunde, das war's von dieser Pilzetour, sorry, war ein Wülpser. Von dieser Pilzetour vom 13.10., also 13. Oktober. Ja. Ja, war eine magere Durststrecke, aber auch ein bisschen zu spät unterwegs und Konkurrenz war auch am Start, sogar getroffen haben wir. Ja, ist halt so, nicht jeden Tag findet man gleich viel Pilz. Aber vielleicht hat euch das Video auch gefallen. Lasst auch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wäre ja logisch. Ja. Und nachher, im Video am Schluss, wie gewohnt, gibt es wieder einen Blick ins Körbchen. Und ja. Und die paar Pilze wollte ich noch etwas sagen, und zwar diese. Sterne hier, die sagen abonniere Mykokrieger. Was wir noch? Okay, nein, Spaß, aber ja, egal. Ja, tschüss, böse Freunde. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ich würde mal sagen, tschüss und dann noch einen schönen Tag. Jetzt gibt es einen Blick ins Pilzekörbchen. Tschüss.
so gedreht und ich finde jetzt nochmal Pilze. Und zwar hier ein Safran-Schirmling. Ja, ist sehr klein, zierlich. Aber ja, immerhin. Weil auch im Auto noch Pilze gefunden. Das ist ein bisschen, mein, damals ein bisschen echt öfters. Aber das wär's jetzt, glaub ich, mit diesem Pilz von dir. Ich habe jetzt noch einen Pilz gefunden und zwar ein Milchling. Das ist ein blassgrüner oder so. Keine Ahnung, wie der Name ist, aber es ist safe ein Milchling. Wenn ich hier mal einen Stiel abbreche. Ja, Milch. Ja, und ja, am Stiel extrem fest. Ja, das ist ungenießbar. Aber ja, ich habe den Namen vergessen. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr den. Aber ich habe jetzt hier noch mehr Pilze gefunden. Also ich stelle, check ich.